Ah, c'est en soirée, là. Das hatten wir ja auch hier nicht mal im ersten Teil mal nicht. Ich glaube, dass noch eine Neuerung dazu kommen wird. Spielen kann er immer noch nicht. Meine Schatten sind gefunden, das Level zu vergessen. Dann kommt die erste Mal, da kommt der neue rein. Jetzt die eine bekannte Zeit, die ihr sehen könnt. Und hier das ist ein bisschen neu. Das hier landen. Braucht auch keiner. Bonus. Zeitbar läuft. Die Anfangsbonuslevel sind eben noch relativ easy. Und die Pistole gibt es auch wieder, wie ihr seht. Das heißt, wir können hier schon wieder nicht alles schaffen. Die Viecher, die sind in der Zeit, wenn man da drauf steht. Ja, aufpassen. Gehabt. Es wird wieder übelst viel. Na ja, klar, wegen dem blauen Edelstein. Drei Kristalle? Nicht schlecht. Wie ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Ich muss Energie sparen. Ich melde mich wieder, wenn du den fünften Kristall hast. Okay. Pritzen, Crash Dash noch. Und dann Endboss. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal wieder die ganz normalen Kristalle und dann habe ich mir überlegt, ganz am Ende des Let's Plays, also nach Teil 3, werde ich dann alles abholen in die ja, 102% oder was in dem Spiel sind, nachzuholen. Okay.
verdammt. Speicherpunkt. Okay, verdammt. Okay, verdammt. Das Ding muss ich jetzt mal stehen. Idee. War wahrscheinlich sehr hilfreich, eine. Wie nein, ich noch anders fliegen muss. Ist hier. Rutsch doch. Okay. Ich glaube nicht, dass ich zicken werde. Hey, wieso rutschst du nicht? Ja. Mach das jetzt mal. Also ich muss versuchen drüber zu springen, offensichtlich. Ich fühle mich verarscht. Ohoho. Und so kann ich mir da, wenn ich gar keinen Fall zurück. Solche Kisten haben wir jetzt auch hier. Ach so, nee, das
Blödsinn. Mehr oder weniger gewesen. Ich habe wahrscheinlich irgendwie zurückgemusst, aber muss man ja auch erstmal wissen. So, jetzt nehmen wir das noch raus. Und hier drauf. Töten wieder einige. Das war ganz gut weg. Cooles Level, Crash Dash, kann man so denken. Das meine ich sogar im ersten Level, im ersten Teil so. Das müsste einfach folgen, ja. Aha. Danke für den Hinweis. Gut. Manchmal bringt es noch überhaupt gar nicht. Ja, danach bin ich ganz komisch missbaut. Ihr seht schon, auch die Level sind verändert. Und Matsch. Wir müssen auf die Dinge natürlich auch keine Acht geben. Also auch, dass wir ausweichen müssen. Ich habe ja die Vermutung, dass da was ist. Okay. Ich habe nicht mehr die Vermutung, dass da was ist.
Leben will ich haben? Gut, dann haben wir auch alle. Müssen wir weiter rein. Gut, schon, es gibt eine Plattform. Sind aber auch nicht immer sinnvoll. Verdammt. Gott sei Dank. Nur die Kugel, wir fangen schneller. Na, nur wir. Verdammt. Okay, verdammt. Sonst nicht gut riskiert. Ich will in der ersten Welt sterben. Ah, zu gesprungen. Wirklich? Wir sehen, den gehen wir, das wird schon gleich. Puh. Das war mir jetzt gerade etwas wichtiger. Zumindest irgendwas passieren, naja. Neues Hologramm. Ja, einmal, weil wir das Ding gefunden haben, aber ich meine wegen was anderem. Wegen dem hier. Genau. Oh, du hilfst Cortex-Kristalle zu sammeln. Und doch hast du einen Ekelstein. Interessant. Tja, Crash, du musst wissen, solange du mit Cortex verbündet bist, bist du mein Feind. Und ich werde alles tun, um dich aufzuhalten. Wenn es dir wirklich um das Schicksal der Welt geht, dann musst du Edelsteine sammeln, nicht Kristalle. Wenn du alle 42 Edelsteine hast,
kann ich einen Laser fokussieren. Einen Laserstrahl, der Cortex und seine Raumstation vernichtet. Bis dahin muss ich verhindern, dass du weitere Kristalle sammelst. Ja, Nitris Prio ist jetzt sozusagen ein Gegenspieler hier von Dr. Cortex und wir müssen jetzt auf diese Plattform drauf. Ja, noch nicht. Ich habe ein Level übersehen, und zwar das hier, also Pit. Ne, Moment mal. Verstärker haben wir gerade gemacht. Wir haben hier ernsthaft. War ja auf dem anderen Weg oder was? Muss ja dann. Hoho. Danke. Wir gehen mal doch diesen Weg. Doch den gehen wir nicht zurück. Der Selbstmord geführt. Meine Güte. Game over. Ja gut, nehmen wir Neustart ein da. Nur den blöden Kristall holen, das ist alles. Ja, das interessiert eigentlich gar nicht. Masken interessieren natürlich sehr. Und Äpfel eigentlich auch. So ein paar Früchte. Was ist hier denn Kristallschirm? Verdammt, ey. Zu dem vergessen haben, ärgert mich. Und das jetzt gerade auch.
Die Schildkröten sehen ein bisschen aus wie ein Nitrous Brio, habe ich gerade festgestellt. Und Speicherpunkt. Mal für Leben, wenn ich das machen kann. Okay, wir sind gleich am Ziel. So viel dazu. Ich kann mega dumm machen. Jetzt müsste Cortex nochmal kommen. Haben wir noch was vergessen? Nee, das haben wir. Hey, Cortex, wo bist du? Aha, eigentlich wollte Cortex nochmal kommen. Haben wir den ersten Bosskampf gegen Neutralu? Durchgestellten Professor. Was war? Verdammt. Das Level gerade. So verliert der Pisser ein Leben. Ist nämlich angreifbar. Ja, da bin ich gefangen. Wir kriegen ihn nochmal kaputt. Aber fast die Hälfte.
Und besiegt. Jetzt kommen wir in den nächsten Wochen und eigentlich wollte sich ja eigentlich noch sofort jetzt mal leiten. Na egal. Dann jetzt unsere zweite Welt. Hier mit einem neuen Level hat. Ah, da kommt er wie gerufen. Wie ich sehe, war Ripperu wieder mal keine echte Herausforderung. Aber kommen wir zur Sache. Es sind noch Kristalle zu sammeln. Genauer gesagt 20 Stück. Bald richten sich alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du das? Ich habe dich schon überall gesucht. Ich habe nicht viel Zeit, dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Kortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, finde... Das ist sehr richtig. Und hier... Ich weiß, Tierquälerei. War das hier? Ja, hier konnte man Leben rausholen. Gut, in diesem kleinen Easter Egg, sag ich mal. Wenn wir jetzt an der Stelle diesen Part beenden, sehen wir uns dann im nächsten Part von Crash Bandicoot Cortex Strikes Back wieder. Dann Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!